Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA. Und bevor wir anfangen, muss ich erstmal den Sound ein bisschen leiser machen. Beziehungsweise, was wollte ich? Da. Und zwar wollte ich mal schauen, ob man das Radio einfach ausmachen kann, weil es schon nervig, weil die eine Folge, wie ihr teilweise wahrscheinlich schon richtig gemerkt habt, wurde leider tatsächlich wegen der GEMA gesperrt. Ja, in Deutschland aber nur. Ich habe die Videoteile entfernt, keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Das hat gestern ewig gedauert, das muss ich heute dann später nochmal nachschauen. Hat es ganz vergessen. Lege die größte Distanz in einem Bodenfahrzeug ohne Unfall zurück. Oh, da können wir ja eigentlich fast mitmachen. Ich habe jetzt meine eigene Karre nicht mitgenommen. Ach, das parkt da, das Auto, Leute. Ich dachte, der hat das echt einfach so... Da hätte ich ja gar nicht rausfahren können. Schau dich den Wichs an, der direkt vor meiner Garage geparkt. Arschloch, Alter. Schauen wir mal. Ohne Unfall einfach nur fahren. Das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Der hat 4 Kilometer. Krass. Boah, ich habe mir nicht das beste Auto ausgesucht. Heilige Scheiße. 2 Minuten 30 hat man noch Zeit. Boah, da muss man jetzt echt mal vorsichtig fahren, ne? Zählt alles als Unfall wahrscheinlich, oder? Sobald du irgendwas einfach nur berührst, quasi. Jetzt über rote Ampeln fahren und sowas wahrscheinlich nicht. Genau. Na gut, okay. Es ist GTA, Alter. Rote Ampeln, ey. Sowas existiert hier gar nicht. Das ist echt so. Da, die ist grün. Die ist grün. Zumindest zur Hälfte. Oh, scheiße. Ah, nein. Oh. Alter, 5 Kilometer, Mann. Ja, die haben halt einen extremen Vorteil, wenn die jetzt irgendwie außerhalb von der Stadt sind, in Sandy Shores oder so, wo nichts los ist, Alter. So einfach nur auf dem Feld fahren können oder so, Kreise fahren können sie da. In der Stadt ist das ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, schauen wir mal, was man da bekommt, wenn man nicht Erster ist, ob man überhaupt was bekommt. Eigentlich wollte ich ja die Suche nach der Hose starten, weil wir haben in dem Laden gestern keine Hosen gefunden, was total unlogisch ist, weil da hingen Hosen. Aber die haben sie anscheinend nicht verkauft, ja, wollen sie für sich selber behalten. Leider. Jedenfalls. Ja. Schauen wir einfach mal in einen anderen Store, ob wir da noch coole, neuere, bessere Hosen finden. Und vielleicht noch ein paar coolere Schuhe. Ich bin irgendwie doch nicht so ganz zufrieden mit. Und ihr habt ja mein Outfit total kritisiert, dass das total scheiße aussieht. Aber finde ich nicht mal, Leute. Was sieht darin total scheiße? Also, da gibt's schon schlimmere Sachen, ey. Ja, ohne Scheiß. Wenn es nur um die Farbe des T-Shirts geht, naja, dann seid ihr halt homophob, aber... Weil pink, das heißt ja nicht, dass jeder ein pinkes T-Shirt dann hat, schwul ist. Vor allem nicht in einem Online-Spiel, Alter. Aber naja. So. Schauen wir mal. Der hat 8 Kilometer. Ja gut. Ja, wobei, wenn man jetzt einen, ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt einen Sportwagen hat, das ist natürlich einfacher. Weil man halt sagen muss, wenn du mit dem Sportwagen volle Kanne drauf fährst, ich meine, da ist halt auch die Chance dann auszuweichen. Ziemlich gering, ne? Das ist halt auch noch so eine Sache. Weil ich glaube, das Tempo, das ich jetzt gerade fahre, sehr viel schneller... Ja gut, kommt halt drauf an, wo du bist. Ich meine, wenn du wirklich am Arsch der Welt bist, wo gar nichts ist, dann hast du natürlich einen extremen Vorteil. Aber wenn jetzt so in der Stadt hier, wenn du jetzt noch doppelt so schnell fahren würdest, dann, gut, doppelt so schnell geht wahrscheinlich gar nicht, aber ja, wisst schon, was ich meine, jetzt sau schnell fahren würdest, dann weiß nicht, ob das so einfach wäre, da überall auszuweichen. Weil jetzt gerade geht's, weil hier nicht so viel los ist. Schauen wir mal, ob ich überhaupt was dafür bekomme, dass ich jetzt dabei überhaupt mitgemacht habe. Weil ich bin bei den Top 3 auf jeden Fall nicht dabei. Weil ich relativ nah rangekommen bin. Mein Name, als ich angefangen habe, hatte der eine ja 4000. Jetzt habe ich auch 4000 und der dritte hat nur 6000. Puh. Ja, wahrscheinlich bin ich 5. oder 4. Ja, ich denke, naja, 5. oder 6. 1000 Kohle bekommen. 1000 Kohle und ein bisschen RP. Ja, das geht voll klar. Besser als nichts. Warum ist denn jetzt eigentlich das scheiß Radio an? Ich will das halt einfach ausschalten, ey. Muss ich mal schauen später, vielleicht kann man das irgendwo machen. Weil es fuckt schon ab, dass es dann halt gesperrt wird. Und ich kann die Musik ja nicht beeinflussen, die gerade kommt, weil es ist ja wirklich Radio. Es kommt halt von den Musiktiteln, die in dem speziellen Radio kommen, einfach random irgendwas. Moment mal, welcher Laden war denn das, die ich da markiert habe? Keine Nobelboutique, oder? Nein! Da. Zeig mir halt an... Binko-Bekleidung. Okay, hört sich nicht wirklich nobel an. Dann fahren wir da mal hin. Die Suche nach der Hose. Und dann schauen wir vielleicht noch eine Mission. Oder kommt halt drauf an, was uns noch so erwartet. Vielleicht killt uns ja wieder irgendein Spasti. Es ist halt echt mega behindert, dass man von außen gekillt werden kann. Drin kannst du keine Waffe ziehen, aber von außen kannst du abgeknallt werden. Das ist meine Logik, ey.
Gut, eigentlich ist es schon der gute Logik, weil ich meine, innen drin, wenn zwei Spieler sind, können sie sich nicht töten, davon außen schon, aber eigentlich ist es mega behindert, dass man davon außen gekillt werden kann. Es ist echt mega behindert, finde ich. Aber nein. Mein Gott, wir waren ja eh fertig mit Shoppen eigentlich. Bis auf die Hosen, aber die hatten sie eh nicht zum Verkauf. Junge! Spurwechsel auf Doom. So. Jetzt sind wir gleich da. Aber ich glaube, Binko bekleidet. Es hört sich schon irgendwie so halb nobel an. Aber ich glaube ja nicht, weil hier sitzt nicht wirklich ein Nobelviertel. Nee, warte, was? Da drüben ist... Ah, oh, nee, das ist der totale Billigschuppen. Nice one. Das ist so ein Taco Fashion. Oder so ein Kick, Alter. Fuck. Da kriege ich Hosen aus Papier wahrscheinlich. Ah, nein, was? Es ist genau der gleiche Scheißladen, in dem ich auch drin war. Habt ihr jetzt wenigstens Hosen? Das ist sogar die gleiche Verkäuferin. Da drüben hängen noch Hosen. Da, aha. Schau mal, Jeans. Sowas sieht scheiße aus. Ja, oder sowas. Oh, die totalen Chiller-Gammelhosen. Ah, schauen wir mal weiter. Arbeitshosen. Schokobraune Arbeitshose. Diese Beschreibung der Farbe ist ja mal legendär. Aber warum sind denn das Arbeitshosen? Die sehen ja aus wie Jogginghosen. Leune Orange. Aber gibt's noch nicht. Für mich zumindest nicht. Ja, Shorts. Oh. Die sind etwas kurz. Badehosen. Boah. Jogging-Shorts, Alter. Cargo-Hosen. Na, auch sowas stehe ich nicht. Sporthosen? Ah, das sind die Trainings. Na, okay, zu dem kommen wir später, falls wir nichts anderes finden. Anzughosen? Na, Chino-Hosen? Alter, das wäre doch was hier. Leute, das wird eigentlich übelst gut aussehen. Schauen wir mal weiter. Was ist eine Chino-Hose? Hab auch noch nie gehört, den Begriff. Okay, gibt's nicht so viel Auswahl. Turnhosen. What the fuck? Alles klar, zu viel Information. Teamhosen? Oh, da verändern sich automatisch die Schuhe mit. Hm, ne. Oh, das war's schon. Hm, was war bei Jeans? Nochmal. Ja, weil so eine wird eigentlich ganz cool aussehen. Da sehen die Schuhe dann auch gleich mal besser aus. Hm. Hm. Ja, das sieht cool aus. Aber die Schuhe werden dann die gleichen sein. Alter, das sieht doch nicht schwul aus, Mann. Hier. Alter, das ist die neueste Mode, die ich hier trage, ja? Also Schnauze. So, jetzt müssen wir kurz schauen wegen Mützen. Und zwar... Hm. Er hat eigentlich schon eine coole Frisur, der Kerl. Also ich... Ah, na. Kappen vorwärts. Na, wir tragen keine... Nein! So. Dann weiß ich nicht, Sonnenbrille. Wollen wir die auch noch wegtun? Da vorne sind Sonnenbrillen. Weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, wenn man nicht in den Laden geht. So. Oder vielleicht gibt es noch eine andere. Keine Brille. Oida. Ich bin schon die ganze Zeit hier, du dumme Kuh, Alter. Meine Fresse. Kein Wunder, dass sie dich in dem anderen Laden gefeuert haben. Scheiße nochmal. Hm. Was? Schwarze Hausmeister Modebrille? What the fuck? Hm. Pilotenbrillen, Freizeitbrillen. Hm. Hipsterbrillen. Hm. Luxusbrillen. Oh Gott, sehen die... Oh nein, nein, fuck! Ups, jetzt habe ich die gekauft. Scheiße. Direkt mein Zeug wieder verloren, was ich gerade gewonnen habe. Na, ich glaube, wir machen erstmal keine Brille, oder? Ja, das passt schon. So. Sehr schön. Oh, Leute, ist sogar... Danke für das Auto, Junge. Oh, scheiße, das ist sein persönliches, oder? Kann ich da rein? Ne. Fuck it, er ist direkt da drüben gespawnt. Nein! Oh mein Gott. Oh Gott. Er hat mich noch seltener getroffen als ich ihn.
Alter, ich bin voll auf seinen Kopf drauf. Oh mein Gott, Alter. Holy shit, ich war... Alter. Egal. So. Jetzt geht's plötzlich mit Mausrad, die Waffen wechseln. Ging gestern nicht. Und zwar haben wir hier die Thompson, Alter. Ich habe die gestern ein bisschen ausprobiert noch. Scheiße. Nein! Oh Leute, das wäre jetzt zu geil gewesen, wenn ich zwischen den Rücksätzen hängen geblieben wäre, ey. Aber die ist auf jeden Fall so cool. Richtig coole Waffe. Finde ich voll nice, dass es die hier gibt. Ich weiß nicht, entweder machen wir jetzt noch den Typen da platt hier. Ach, war das nicht sogar der? Ich glaube schon. Leute, was ist denn hier? Die Pennerbrigade oder was? Holy shit, Alter. Sind hier auch Penner? Nein. Lol, schaut euch mal das hier an. Der wohnt halt einfach echt in einem Karton. Warte mal. Schnell Kohle einlagern. Bevor ich hier noch sterbe. Hoffentlich geht es jetzt, wenn ich angeschossen werde. Ich glaube, bei angeschossen wird es aufge... kommt man wieder zurück. Ja. Ja. Passt. Na gut, bis auf mein Aim ist die Waffe echt cool. Okay, verpissen wir uns. Ah, lol. Nein. Warte, ich habe halt echt noch einen HP. Oh mein Gott. Ich bin der entkommende Künstler. Alter, wie über die ganzen Penne ihre Scheiße haben. Das ist immer mega nervig. Kann man irgendwo hochklettern? Na, fuck. Egal. Ich suche schnell Mission, dann zocken wir die noch und dann schauen wir mal weiter. Wenn wir hier warten, dass die Lobby gefüllt wird, habe ich mir einfach mal gedacht, ja, gönnen wir uns einfach und, Scheiße, der kann mich von da abknallen. Echt? Nehmen wir diese Bar hier ein. Ah, Dolph, von da kann er mich abknallen. Habe ich nicht gesehen. Dann bleibe ich einfach stehen. Und die Tür ist halt schon komplett voll mit Leichen. Weil die eine ist schon, ich glaube, eine ist despawned tatsächlich. Also jetzt nicht genau. Ich glaube tatsächlich schon. Na, was? Der Hurensohn hat eine Shotgun. Scheiße. Mann. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern sollte. 2 Minuten 40, 3 von 4. Das sollte einfach starten, Alter. Scheiß halt drauf. Sind wir halt nur 3 von 4, ey. Mein Gott. Nervt auf jeden Fall, schon wieder so lange auf eine Mission zu warten. Aber egal. Sehen wir uns gleich wieder. Schwere Zeiten, schwere Jungs. Ist die Mission? Ist eine Mar-Mission? Ah. War die aber eh noch was. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Alter, schau dich mal den Kofferraum an. Sieht richtig nice aus. Na Gott, Lama mal wieder. RIP. Ah, fuck. Was? Gott. Jetzt geht's wieder nicht wechseln. Warum auch immer, Alter. Irgendwie check ich's trotzdem noch nicht. Na, muss ich später nochmal schauen. Aber man kann's, glaube ich, irgendwo in den Einstellungen, hat einer von euch geschrieben, einstellen. Wie man das ändert. Da muss ich dann später echt mal schauen. Aber vor allem gerade gegen ging es halt noch. Das ist halt total komisch. Fuck, ich bin halt fast tot. Steig in den Moonbeam, was? Da ist Leben dann noch welche. Pff. Fuck. Verstehe ich jetzt nicht ganz so, egal. Na, ich habe nicht gelesen, was der gerade gesabbert hat. Ich war zu sehr damit beschäftigt, alles zu töten, was da stand. Vielleicht kann ich ja trotzdem mal schnell schauen. Einstellungen. Na, ich muss nochmal schauen, was derjenige geschrieben hat. Das finde ich so, glaube ich, nicht. Na. Ach so.
Achso, die da hinten haben eine viel geilere Position zum Schießen, da ist ja nur bei mir vorne so geistig behindert. LOL! Ich halt einfach der Einzige bin, der noch im scheiß Auto sitzt, ey. Was? Oh Gott, ist wieder so ein Loser gestorben, Mann. Boah, die 500 Dollar, das ist ja nicht mal die Munition, die ich gerade verballert habe, wieder drin, ey. Rrr, scheiße, ey. Mann, hatten wir das für so einen Versager drin? Der ist verkackt. Nee, Joke, ich hab's natürlich auch schon verkackt, aber... Ah, nervig. Naja, schauen wir mal, wenn wir wieder an dem Punkt mit den Motorrädern sind, mache ich einfach weiter, sonst ist es zu behindert, wenn wir es jetzt 10-mal wieder spielen müssen. Schauen wir einfach mal. Okay, man muss das gar nicht nochmal komplett zocken, sondern einfach nur nochmal das mit den Motorrädern hier, wo wir halt gerade verkackt haben. Oh Gott, ich steige jetzt aber auch. Steig halt aus! Oh Gott. Jetzt werde ich jetzt sterben. Alter. Achso, wir haben aber mehrere Teamleben, weil... Dann sind aber mehr als nur einer gestorben. Wenn wir jetzt immer noch ein Leben hatten, hatten wir zwei am Anfang. Ja, aber ich weiß ja nicht, was für ein Schwachkopf da gefahren ist, Alter, von uns, ey. Er lässt halt die Karre einfach quer stehen und während ich aussteige, kriege ich ja die volle Breitseite von denen ab, ey. Also wenn ich drin sitzen würde, wäre es genau das gleiche. So, mal ein bisschen Munition und scheiß Geld einsammeln, ey. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. Lol. Du dummes Arschloch, Alter. Ich will's auch mal hinten rein, Alter. Genau, da kann man nämlich hier die geilen Waffen auswählen und rausballern, Alter. Das ist nämlich ein ganz schöner Unterschied. Oh yeah. Ist eigentlich ein Wunder, dass man da nicht rausfällt, Alter. Nicht mal angeschnallt. Oh, jetzt 2 Kilometer fahren? Gratis Soft Eis. Ja, ich weiß nicht, ob ich es geil finde, wenn Kerle mit mir schlafen wollen würden. Alles gratis Softeis, das will ich nehmen. Gratis Softeis. Oh Gott. Eigentlich wäre eine deutsche Übersetzung von dem Spiel schon geil. Also so komplett halt auf Deutsch. Eigentlich irgendwie schon. Wenn man da geile Typen engagieren würde, mit coolen Stimmen und so, für die Hauptcharaktere, wäre schon cool. Eigentlich wäre es auch cool. Aber irgendwie wird es dann auch irgendwie den Flair rausnehmen, weil dieses Englisch sprechen, das passt halt schon, weil das Ganze spielt ja auch immer in Amerika und so. Aber ja, lustig wäre es auf jeden Fall schon mal. Na, jetzt kann man ruhig sitzen bleiben von mir aus. Ah, das war's schon da. Gönn ich mir aber natürlich noch das scheiß Geld. Oh, lass mich wieder hinten rein. Nein! Nice. Obere Mittelklasse Gangster. Oh. Ja, aber das ist doch eh voll behindert, weil so viele Ballers, wie man in dem Spiel tötet, ja, so viel kann es doch gar nicht geben. Das wären ja dann ein paar tausend, Alter. Allein in der Singleplayer-Mission, wie viele Ballers man da einfach tötet, ja. Als ob die Gang so groß wäre. Also wenn das ein paar hundert Leute sind, vielleicht schon, aber... Es gibt ja Missionen, da tötet man allein 50, 60 Typen, Alter. Das war crazy. Und dann sind sie ja immer noch nicht ausgelöscht, dann war das ja auch nur ein kleiner Teil von denen. Das ist komplett crazy. Aber die Gang von Lamar und Franklin sind dann nur 5, 6 Leute. Das ist einfach nur mega retard. Ah, naja. So, schon mal die Tür aufmachen hier. Sehr schön. Ja, finde ich sau nice mit der Thompson. Dass es die gibt. Nein, war noch nicht wieder zu, Mann. Wir müssen jederzeit schießen können. Ja, müssen wir einfach so drin sitzen bleiben. Meint ihr, man kann so rausfahren? Ich weiß es nicht. Wie es der andere Kind einfach auch macht. Ja, das ist schon chillig. Leider habe ich mein richtiges Outfit nicht an. Das ist meine Privatklamotten. Ich habe jetzt das Gangster-Outfit an.
Leider. Kauft man sich extra neue Klamotten, um ein paar Leute umzubringen, und dann kann man sie nicht anziehen. Feels bad, man. Warum fährt denn der zu langsam? Wie benutzt man nochmal Sprachchat im Game? Das habe ich ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen. Naja, egal. Was, K? Nein. Hallo? 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 Z? Nein. Hallo? Hallo? Nein. Oh. Was, Z ist Teamchat? Ah, lol. Und T ist jeder. Leuchte. Ich habe nie gewusst, was Teamchat ist. Ich habe immer in jeder geschrieben. Ah, da seht ihr es auch. Start, dude. Fucking retard. Weil das war vorhin bei der anderen Dings. Habe ich ein kleines bisschen Wut bekommen, weil das war das Ding, wo wir 3 Minuten gewartet haben. Dann bin ich reingekommen, dann sind alle wieder rausgegangen, weil der Kerl nicht gestartet hat. Das war nicht so cool. Das war wirklich nicht so cool. Achso, Leute, die stehen erst da hinten. Benutze ich da eigentlich nicht meine Sniper, Alter? Wofür habe ich die Scheiße eigentlich gekauft? Was? Das ist sowas von retarded, Alter. Wieso schießen denn die nur auf mich, wenn vor mir noch ein Teammate steht, Alter? Egal, von hier hinten, wenn sie mich jetzt hier auch noch killen, dann... Wallhack confirmed. Auch wenn ich hinter gar keiner Wall stehe. Alter. Junge! Mach mich nicht wütend, ey. Wie, der Michael mich eigentlich komplett verarschen? Okay, dann halt nicht. Dann müssen wir es auf die gute alte Hardcore-Art machen. Ja, aber so trifft man ja auch nicht, Alter. Das ist ja mega behindert, ey. Man kann die halt auch nicht in Deckung gehen, irgendwie. Ja, eben. Die Deckung ist nicht wirklich hilfreich. Wir werden nicht dran schützen, dass wir sterben, aber... Ich meine, die NPCs haben halt vielleicht das Spiel, die treffen halt von so einer großen Entfernung. Also es ist halt übelst schwer, von so einer großen Entfernung zu treffen. Finde ich. Zumindest genau zu treffen, weil vor allem Headshots und so ein Scheiß. So. So hab ich das Ganze gleich ein bisschen beschleunigt. Achso, steige in den Moonbeam, weil ich dachte, wir müssen jetzt ein Boot klauen. Warum kann man eigentlich die Munition von denen nicht aufsammeln? Da geht es nur, wenn man die Waffe von denen hat. Ist ja auch komisch, ey. Na egal. Meine Thompson reicht mir. So, schalte Edgar Carlos aus. Oh Gott, der hat einen Helikopter. Scheiße, wir haben keine Teamleben mehr, weil ich zweimal gestorben bin. Fies. Was? Warum? Dein Team ist ausgestiegen, hä? Aus dem Ding oder was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Oh Gott, Alter, warum spielt er nicht nur mit Vollidioten? Oh nein, der eine Kerl ist rausgegangen. Oh Mann, wie ich solche Spasten hasse, Alter. Warum geht denn der einfach aus einer Mission raus, Mann? Was ist denn das für ein Vollidiot, ey? Na egal, ich würde sagen, das reicht für heute. Ich bin eigentlich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.